Moin liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Garten ganz nah. Heute ein spezielles Video und zwar habe ich ja letzte Woche beim Gewinnspiel über Instagram mitgemacht und habe ein Paket von der Firma Neudorf bekommen. Soll ein Testpaket sein im Warenwert von 50 Euro. Ich bin mal gespannt, was drin ist, weil ich habe noch nicht reingeguckt. Das Paket ist immer noch geschlossen. Ich öffne das jetzt mit euch. Also seid gespannt. Ich glaube, ein Messer wäre sinnvoller gewesen. So, jetzt wird's aufgemacht. Mal schauen, was hier drin ist. Pappe, Papier, noch mehr Papier. So, fangen wir mal an mit der ersten Überraschung aus dem Paket. Und zwar von Neudorf die AZ Düngesticks. Ja, sind organische Düngedepot für üppige Blütenpracht mit natürlicher Langzeitwirkung von mindestens 100 Tagen steht hier hinten drauf. Also Stickstoffanteil liegt bei 7%, der Phosphoranteil bei 3% und der Kaliumanteil bei 6%. Das sind 80 Gramm drin, 40 Stück. Ich werde es mal ausprobieren. So, dann die nächste Sache, Gelbsticker. Gar nicht so schlecht, sind ideal eigentlich fürs Monitoring gegen die weiße Fliege. Jetzt im Herbst, Winter nimmt das sowieso zu, auch wenn ich die Pflanzen dann teilweise im Zimmer überwintere, sind die eigentlich dafür ideal. Dankeschön, Neudorf. Dann haben wir hier ein Mykovital-Konzentrat. Ein wasserlösliches Mykorrhiza-Pulver, das sind also ist ein Pilzstamm, fördert eigentlich die Nährstoff- und Wasserversorgung von Pflanzen, die es unbedingt eigentlich bräuchten. Was steht hier drauf? Für Kräftigung gesunde Pflanzen, vergrößert die Wurzeloberfläche und verbessert die Versorgung der Pflanzenwurzel mit lebenswichtigen Nährstoffen und Wasser, wie vorhin gesagt. Für gesundes Wachstum fördert die optimale Ernährung etc. pp. Werde ich auch ausprobieren, gar nicht so schlecht. Dann Samenmischung, ein Bienengarten. Und zwar nennt sich diese Mischung Wildgärtner Freude. Mit heimischen Wildblumen, mit ein- und mehrjährigen Arten, nachhaltige Nützlingsförderung. Mit Sicherheit auch möglich als Zwischenfrucht. Wuchse ca. 70 cm. Was haben wir denn alles drin? Moschusmalbe, Wiesenflockenblume, Natternkopf, also ein Eldorado für Wildbienen und Co. Ja, bin mal gespannt. Werde ich auch ausprobieren, mache ich auch noch dazu ein Video. So, dann die nächste Sache, Wildgärtner Genuss Vital Salat Samenmischung. Okay, mit heimischen Wildkräutern, mit ein- und mehrjährigen Arten natürlich genießen. Einmal das hier. Auf jeden Fall ist es für die Herbstaussaat geeignet, steht hier hinten drin. Ja, es sollen wahrscheinlich heimische Kräuter sein. Ich kann jetzt gerade auf die Schnelle nicht erkennen, was hier drin sein soll. Ich probiere es aus und zeige euch das dann im nächsten Video. So, und dann einmal essbare Blüten, Samenmischung, wieder was mit heimischen Wildkräutern. Wuchshöhe von 20 bis 70 cm, Aussaatzeit von April bis Juni und Erntezeit von Juni bis September. Werde ich dann im nächsten Jahr ausprobieren. Klingt lecker, ich habe vor kurzem noch, was heißt vor kurzem, im Februar auf der IPM in Essen, habe ich auch einen schönen essbaren Blütensalat probiert. Gar nicht schlecht. So, was haben wir dann hier noch? Biotrisol Blumendünger, kenne ich jetzt nicht. Organischer Flüssigdünger aus pflanzlichen Rohstoffen für die nachhaltige Ernährung von Zimmer- und Balkonpflanzen. Was ist denn da drin? Ah, Vinasse ist hier drin. Genau, Zuckerrübenvinasse. Ja, kann ich mit Sicherheit jetzt demnächst mal meinen Zierpflanzen ausprobieren. Wir haben noch mehr. AZ Veggie Dünger. Wahnsinn, es gibt sogar Veggie Dünger. 750 Gramm Nettogewicht. Gesamtstickstoffanteil von 5%, 3% Phosphoranteil bzw. Gesamtphosphat und Gesamt K
Kaliumoxid von 6%. Rein pflanzlich natürlicher, wertvoller Dünger für Vegetarier. Ich werde mit Sicherheit vielleicht mal so einen Düngeversuch hier starten mit den Produkten von Neudorf. Und dann schauen wir mal, welche Düngevarianten am besten für welches Gemüse oder auch für welche Zierpflanzen abschneiden. Und richtig gut, so das letzte, was im Paket drin ist, jetzt ist es leer, habe ich eine weitere Nützlingswabe für Wildbienen und Grabwespen. Ich habe ja letztes Jahr auch bei einem Gewinnspiel über Facebook mitgemacht, bei der Neudorf-Seite, und habe auch ein kleines Paket bekommen. Da war auch einmal eine Nützlingswabe, auch für Wildbienen und Schlupfwespen dabei. Die sind jetzt auch von Schlupfwespen bewohnt. Ich zeige euch die gleich mal einen kleinen Ausschnitt. Mal gucken, ob ich auch eine live erwische. Ansonsten sieht man aber immer noch deutlich, dass die bewohnt ist. Ja, besten Dank dafür. Die stelle ich heute auch noch auf. Und mal sehen, ob sie dieses Jahr noch genutzt wird, aber mit Sicherheit dann dafür das nächste Jahr. Vielen Dank, Neudorf, dass ich bei dem Gewinnspiel mitmachen konnte und auch gewonnen habe. Und ich werde die Produkte hier auf jeden Fall ausgiebig testen und davon berichten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, und ich würde sagen, bis demnächst, Leute.